Hallo Menschen, heute kommt eher so eine Art Vlog-Video, denn ich war im Urlaub und es war toll und das möchte ich mit euch teilen. Während ich dort war, habe ich ein paar Fotos gemacht und Videos aufgenommen, sodass ich erstmal so eine Art kleine Einleitung euch erzähle, was wir gemacht haben und Fotos einblende und dann kommt einfach so die Videosequenz-Aneinanderreihung mit toller, kostenloser Musik. Und zwar waren wir im Siebengebirge, speziell in Königswinter. Dort gibt es den Drachenfelsen, auf dem ist oben eine Ruine drauf und etwas weit unten aber auch ein ganz, ganz tolles Schloss. Also eigentlich heißt es die Drachenburg. Es sieht aber aus wie ein Schloss. Sieht, um genau zu sein, sogar aus wie ein Disney-Schloss, finde ich, weil der Stein ist rot und die Dächer sind blau und es war ganz toll. Und auch die Natur. Wir waren halt dummerweise am 1. Mai dort und anscheinend sind da irgendwie alle hingepilgert, vor allem mit ihren plärrenden Belgern. Und trotzdem war die Natur und die Architektur sehr, sehr schön. Wir besuchten dort auch noch die Nibelungenhalle, die wirklich toll gemacht war. Da zeige ich euch dann noch einen Videoausschnitt. Und da wir 6 Stunden bis dahin gefahren sind, war das dann auch erstmal für unsere Wanderausflüge. Und wir besuchten am Abend noch ein Konzert, wo der Headliner Prong war und 2 andere Bands, deren Namen ich ein wenig vergessen habe, aber die ich euch dann einblenden werde. Das war Tag 1 und wir waren schon relativ fertig und besuchten am 2. Tag dann Bonn, wo wir erst durch einen alten Studienkollegen meines Freundes ein wenig rumgeführt wurden, so an der Uni entlang und da, wo die ganzen Studentenverbindungen ihre tollen Prunkhäuser haben, meine Güte. Haben halt ein bisschen was gegessen, Bonner Münster und so weiter und so fort. Und vor allem wirklich schön gemacht war das Zoologische Museum König, wo ich aber, glaube ich, nichts aufgenommen habe. Ah ja, bevor wir überhaupt so richtig in Bonn reingefahren sind, waren wir noch im Arboretum Park Herle. Das ist eine künstlich angelegte Parkanlage, die allerdings sehr, sehr natürlich aussieht. Also es sind nicht diese typischen symmetrischen Barockanlagen, sondern richtig schön verwuchert und auch ganz unterschiedliche Gewächse. Das war schöner als erwartet, muss ich zugeben. Zumal wir auch die Jüngsten in dieser Führungsgruppe dort waren. Also alle eigentlich so ab 60 plus, würde ich sagen, die sich dafür interessiert haben. Aber es war eine ganz, ganz tolle Stimmung dort, finde ich, in dem Park. Man kann halt leider nicht ohne die Führung rein. Aber sehr, sehr idyllisch, würde ich mal sagen. Wir waren auch an dem Tag in Bonn, wo gerade Rhein in Flammen ist und haben uns genau perfekt gesetzt, um nicht nur das Abschlussfeuerwerk zu sehen, sondern auch schon die 2 vorherigen, wenn da diese ganzen Dampfer entlangfahren und die verschiedenen Städte, die mit Feuerwerk begrüßen. Das war toll. Das war richtig schön und hatte auch so eine gewisse Festivalstimmung. Also die Leute saßen da anscheinend schon den ganzen Tag, haben gegrillt. Also wir kamen erst abends dazu, aber war so ein angenehmes Sommergefühl irgendwie. Es hat mich freudig auf die kommende Jahreszeit gemacht, was bei mir sehr selten ist, denn ich bin kein Sommerfan. Am Sonntag waren wir dann in Köln. Da war schon ein bisschen die Luft raus bei uns, muss ich zugeben, weil wir auch in Bonn ein wenig dümmlich herumgelaufen sind, weil wir uns halt nicht auskannten. Das erste, was wir in Köln uns angeschaut haben, war der Melaten-Friedhof und das war mein Höhepunkt des ganzen Urlaubs. Das ist so ein wunderschöner Ort und obwohl ich selber zum Beispiel eigentlich nie auf einem Friedhof liegen möchte oder meine Asche dort vergraben sehen möchte, sind diese Grabmäler dort beeindruckend und auch die Bepflanzung. Es gibt so viele verschiedene Bäume, Sträucher, sonst was. Es ist so eine schöne Stimmung dort, absolut ruhig, friedlich, aber auch irgendwie künstlerisch durch diese ganzen Grabmäler. Und ich glaube, würde ich in Köln wohnen, ich würde mich dort jeden Tag hinsetzen, einfach nur um zu lesen. Das ist so angenehm dort gewesen. Es waren auch ein paar Leute dort, so wie wir, einfach als Besucher, die das anschauen wollten, aber auch ein paar, die die Gräber gerade gepflegt haben. Und das ist eine absolute Empfehlung. Es ist natürlich wie in jeder Friedhof kostenlos. Man konnte einfach da rumlaufen und wirklich, wirklich empfehlenswert. Hat mir am besten gefallen vom ganzen Urlaub. Und sahen uns natürlich den Kölner Dom an. Für uns Sportmuffel war es auch eine unglaubliche Anstrengung, auf diesen Turm hinaufzusteigen, eine Viertelstunde grob. Und wir waren fertig. Und so rochen wir wahrscheinlich auch. In Köln selber haben wir uns eher so ein paar Kirchen von außen, das historische Rathaus angeguckt. Da hat es dann auch ein bisschen geregnet. Wir haben natürlich immer gut gegessen und besuchten dort dann noch das Römisch-Germanische Museum, wo wir leider zu spät waren, um auch diese aktuell laufende Ausgrabung uns anschauen zu können. Also wir haben nur das Museum gesehen und da muss ich auch sagen, so am Ende war dann so ein leichter Kultur-Overkill, gibt es dafür ein deutsches Wort. Also wir waren etwas ausgelaugt und die letzten Ausstellungsstücke haben wir uns dann auch ein bisschen angeguckt, so wie, okay, eine Vase, mal wieder.
Aber eigentlich ein empfehlenswertes Museum, muss ich zugeben. Unglaublich viele Dinge haben wir gar nicht mehr geschafft. Es gibt auch ein Aqualand in Köln und verschiedene Museen. Das Käthe-Kollwitz-Museum zum Beispiel haben wir uns nicht angesehen, aber wir haben so viel wie möglich mitgenommen in diesen 4, eigentlich 3 Tagen Urlaub, die wir hatten. Aber eigentlich sehr angenehm alles. Kann ich euch tatsächlich nur empfehlen, die Orte, die wir besucht haben. Es war nichts Schlechtes dabei und war auch erschwinglich eigentlich. Ja, das war's auch schon. Ich wollte die schöne Zeit mit euch teilen und euch ein paar Eindrücke geben. Jetzt kommen dann noch die Videoclips und dann sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuschauen.